I really just don't know. Maki-Clip, auch von vor 2 Tagen. Ein paar Sachen werden sich wiederholen. Mal gucken, was wir schon kennen, was Maki ganz anderes interpretiert oder gesehen hat. Na, jetzt schauen wir mal rein bei den beiden. Ich hoffe, sie haben bis jetzt einen guten Tag gehabt und haben eine gute Laune. Das ist das Wichtige. Ja, manche Strom. Woher war diese Musik? Die kommt mir so unglaublich bekannt vor. Irgendwo kenne ich die. Oh, das hat dich sauer. Die Musik macht mich ein bisschen sauer. Aber warum macht die Musik mich sauer? Die macht mich ein bisschen sauer. Oh, es ist, wenn du runterfällst. Es ist, wenn du runterfällst bei Only Up, ganz nach unten. Mein Gehirn hat damit direkt Wut assoziiert. Und direkt so, ach, scheiße, es ist Only Up. Es war Only Up, wenn du runterfällst. Ach, du Scheiße. Diese Trauma. Verliert 5 Games am Stück. Warum kommen die in ein Game? Was ist denn Losing Queue? Was ist Losing Queue? Strubbel, wir sind jetzt schon wieder Stunden dabei. Hast du dein Koffeinmanagement im Griff auch? Also, das Mikrofon von der Seite mit diesem pinken Schaum sieht einfach aus wie ein Ding. Ich weiß nicht, was ich. Warum, ich bin vielleicht doch dumm, das sieht weird aus. Von der Seite, das ist einfach weird. Was ist Losing Queue? Herr Strubbel, wir sind jetzt schon wieder Stunden dabei. Hast du dein Koffeinmanagement im Griff auch? Ich habe alles im Griff. Nicht, das darf nicht pink wieder sein. Schon beim Eben. Ja, weißt du warum? Ja. Weil ich deinen Stream gesehen habe. Oh! Und damit willkommen zum neuen Maki-Video. Ihr seid ja beide sowieso OTPs, ne? Ich glaube, Trimax ist ganz zufrieden mit Master- und Heimerdinger mittlerweile, ne? Wie gehst du da mit der Entscheidung ran? Wann pickst du welchen? Ich schreie immer meinen Chat an, was ist das Beste, und dann schreiben die mir das. Okay, mein Midlaner ist crazy. 12 Games, 9 gewonnen. Hör auf, anzuschauen, was du für Gegner hast. Aber ich spiele ja dadurch nicht schlechter. Wer von den Gegnern hat gepullt? Wo hat der gegnerische Jungler gestartet? Was weißt du über den gegnerischen Jungler? Einen Scheiß weiß ich über den. Musst du dich jetzt nichts. Zum Beispiel bei sowas, Max, sag ihm doch, dass du da bist. Kommunizier doch mit ihm. Beleidigt Chef Strobel im Chat die Mitspieler. So. Ich mach aber lieber bitte sicher den Double Kill. Ja, du hast gerade, das war insane von dir, Max. Aber nimm doch Chef mit, anstatt ihn zu beleidigen. Ja, aber der Double Kill war halt crazy. Ja, du bist sehr gut. Du bist Dankeschön. Sehr gut. Wow, das ist so toll, das Coaching. So, kriegst du eine Ult in der Mitte drauf? Brauch deine Hilfe, Herr Strubbel? Kriegst du eine Ult auf den in der Mitte drauf? Dann ist er nämlich sofort tot. Soll ich mal Flash Ult machen? Ja, du könntest. Nein, aber noch nicht schnell. Ich werde ihn reporten. Also, wenn ihr weiter dranbleibt mit euren Champions, schau auf den Damage. Nein! Ich bin auch 0-0-0. 100 Schaden während des Coachings. Meine einzige Insight. Das und die, ja. Also ich glaube, da hilft auch kein Coaching. 600 Damage. Chef Strobel hat einen Bann. Wie Chef Strobel hat einen Bann? Unusual Skill Change? Du hast einen 30-Tage-Bann. Ich habe nur meine Morning Voice. Dass ich gecheatet hätte in LOL. What the fuck? Das Bootcamp. Das ist ein Erziehungslager mit militärischem Drill. Alle Insassen des Bootcamps haben sich freiwillig gemeldet. Hallo. Wenn wer die Tortur durchhält, dem winkt die vorzeitige Entlassung auf Bewährung. Punkt 5 Uhr morgens ist die Nachtruhe für die Häftlinge vorbei. Okay, machen wir den Chef Strobel, ja. Hallo, mir gefällt der Weg. Jetzt müssen die Insassen zeigen, wie motiviert sie sind. Ich habe heute sehr viel verloren. Jetzt queuest du mal für ein Game. Musst du dich basen? Durchjuggeln. Vielleicht danach Drake machen, weil ich so viel Damage mache? Nein. Der Zeitplan im Bootcamp ist genau festgelegt. Okay, kann ich ihn warden? Nein, du kostest Zeit. Du verlierst so viel Zeit. Zu langsam. Zurück. Jetzt kann er schon dran sein. Nee, jetzt gehst du zum Drake. Ah, okay, krass. Zeit zum Verschnaufen oder gar Ausruhen gibt es im Bootcamp nicht. Juggle ist ein Spiel der Sekunden. Gehst du jetzt den Drake machen oder was machst du? Ja, ich glaube, okay, oder? Nee, du gehst den Waden. Mehrere rein Stunden in den Juggle pro Tag werden die was machst du? Militärisch nein, die Krabbe ist danach auch noch ab. Ist in dem Blue. Da will ich ja was dauern. Das ist ja so ineffizient hier. Wenn du dein W nicht aktivierst, wenn du. Jetzt geh doch zu deinem Camp! Du hast wieder 3 Sekunden verschwendet! Und du hast keinen. Der Stress für die Häftlinge ist. Als du gelaufen bist. Ja, okay. Und warum bist du noch nicht im Potside-Juggle? Du solltest schon längst fertig sein mit dem Camp. Jetzt aber rein! Du schau auf die Lanes, wie die Live-Bus sind. Du bist im Juggle, du hast Zeit. Eigentlich hast du keine Zeit. Du bist richtig auf der Uhr. Smiten. Jetzt! Chef Strobel! Ja! Und das ist ja also. Hat sich Freddy ein bisschen influenzen lassen, von Trimax immer Chef Strobel anzuschreien? Das ist oder ja war das so beim Jungle? Und wo läufst du hin? Der nach oben. Chef Strobel! Ach so. Ja. Du hast wieder 3 Sekunden verschwendet! Mann, bin ich sauer! Jeff hatte doch sein Coaching mit No Way. Habe ich gesehen auf YouTube. Ich liebe das Thema No Way. Du schaust dieses Video an und du siehst No Way einfach schreien. Warum machst du das nicht? Da sehe ich dich aber auch im Coaching. Ich muss erstmal die Basics lernen. Ich brauche erstmal die Basics. Wo ist die? Warum geht die nicht? Bro, wie lange hat die Cooldown? 10 Minuten? Ich bin, glaube ich, tot. Oh Mann, ich hab's dir gesagt. Ich hab's dir gekriegt. Ah!
Nein, 2-1, 1-2, 1-2. Schade. Good try, good try, good try, good try. Ich nehme es kurz zurück zu Sascha. Nein. Oh, good try, good try, good try. Ich hab mich drückt. Heilige. Ich drück D, man muss D, man fuck. Ult auf ihn, ult auf ihn, ult auf ihn. Sascha, ulten. Ich hab verfehlt. Mach E. Oh, Mann, ich hab noch E. Oh, Mann, ich hab die Wurzel noch wieder zu meiner R-Cast, Mann. Sag doch einfach, dass ich helfen soll. Sag doch einfach R-Carsten. Er ist ult, Bro. Wie, Bro, ich weiß nicht, ob es dir jemand schon mal gesagt hat. Der Wille ist da, du fängst schwach an und lässt stark nach. Bald brauche wir eine eigene Liga für deinen Skillsports-Freund. Er sagt Lil Bro, Miami-Max. Da guck ich doch mir mal glattes Profil an von ihm. Dann gucken wir doch mal an, Miami Max, was er zu bieten hat. Und dann gehe ich noch mal auf Instagram, um zu gucken, wie Lil Bro aussieht. Ich bin auf dem Instagram-Profil von ihm. Und ich halte mein Maul. Miami Max, ich halte mein Maul. Ich wünsche einen schönen Abend. Das kann alles nicht wahr sein. Chat, diese ganzen League-of-Legends-Streams sind... Der Clip war fucking goated. Der war fucking goated. Instagram-Profil von ihm. Und ich halte mein Maul. Miami Max, ich halte mein Maul. Ich wünsche einen schönen Abend. Das kann alles nicht wahr sein. Chat, diese ganzen League of Legends Streams sind alle nicht wahr. Oh, danke, das Gott. Geil. Das ist ja die beste Crew, die es jemals da gab. Das ist ja übertrieben geil. What the f***? Das ist so cool. Sag mal, ich habe einen großen. Imagine Bröki und ich würden zu den Stream Awards eingeladen werden mit diesem Clip. Ja, werdet das wäre ganz schlimm, Leute. Das werdet wenn ihr. Wenn ich das in ganz Deutschland sieht, Leute. Egal, die Stream Awards sind noch so lange hin. Im Februar oder wann das auch immer stattfindet, finde ich den Clip vielleicht gar nicht mehr so schlimm. Vielleicht ist dann schon so viel Gras drüber gewachsen, dass ich drüber lachen kann und ihn gar nicht mehr cringe finde. Das passiert ja manchmal. Wenn dieser Clip bei den Stream Awards eingesendet wird, dann werden wir alle dafür voten. Die Natürlich. Beiden brauchen den Stream Award. Natürlich werden wir dafür voten. Dieser Clip Objektiv braucht den Stream Award. Ich will auf der Bühne sehen, wie Bröki und Tuni da stehen, wie Tuni sagt, dass Bröki einen fetten Schwanz hat und dann kriegen sie den Pokal dafür. Die Wave steht auch gut. Sehr big. Ähnlich wie Bröks Schwanz. Man kommt sowas von dir, ey, gar kein Problem, Leute, ne? Von mir bald auf TikTok kommen massive Dance-Uploads. Sehe ich da gerade meinen Streamer in einem TikTok-Tanz? Sie hat dieses erotische drei Knöpfe offen gelassen. Oh nein, oh nein. Das ist Content. Warum hat die das hochgeladen? Das sollte doch ein Joke sein. Das ist Isa, Content. Du hast deine Coaching-Privilegien verspielt. Bitte sag mich, dass hier noch einem dabei ist. Und nicht nochmal, ihr habt gerade schon gesehen den Clip. Ich bin kurz weg, ich kann mir das kein zweites Mal geben. Oh Gott. Also Trimix ist actually gut. Chef Strobel ist, ich wusste nicht, wie ich es formulieren soll. Chef Strobel ist sehr verloren irgendwie. Hallo? Was sehr verwunderlich ist. Ich verstehe nicht, wie der so verloren sein kann, um ehrlich zu sein. Digga, du musst dir den Clip reinziehen. Der lobt dich. Das Ding ist, ich würde 1 gegen 1 sowieso fetzen, Junge. Ich würde ihn auseinanderfetzen. Den alten Sack. Das ist No Way. Das bin ich. Nächstes Jahr ist das No Way, dann bin ich das. Der Strobel? Ich habe mir ein Ziel gesetzt bis Ende des Jahres. Und bei dem bleibe ich auch. Auch wenn die Leute lachen. Mein Ziel ist bis Ende des Jahres mit viel Coachings und viel Grind. Und jetzt kommt nämlich ein kranker Call. Dir. Wir gehen vielleicht bitte auf sie rauf. Sie muss sterben. Das ist ein Call. Sonst tötet sie sich bald noch. Echt? Ja. Der nächste, bitte Q Flash Ult. Bitte, bitte, nein, nein, Chef Strobel, bitte. Ich hab Q, echt. Die Maki-PCs haben ein Upgrade bekommen. Ab jetzt gibt's alle Systeme auch in Wahl. Also ich habe ja den guten Chef Strobel auch gecoacht und der war honestly nicht bad auf Toplane. Der hat einige von den Bruisern sehr gut bespielt und von den Juggernauts. Trimax, den hat Freddy Schreiber mitgecoacht, mit mir wollte Trimax, als wir gezockt haben, haben wir Botlane gezockt. Und da war auf Support doch ein bisschen verloren. Ich glaube, er war davor so heimwilliger Meister sehr eingegroovt. Bei Support war noch so ein bisschen verloren. Er wollte unbedingt nicht Imperial Mandate auf Nami kaufen, weil dann nur ich Damage kriege mit meinem Lucian und nicht er und so blablabla. Aber ich finde eigentlich die Challenge super cool. Also Diamonds töten für Chef Strobel, ich glaube, das ist ein Achievement. Das zu schaffen wäre unglaublich hart innerhalb eines Jahres. Und Trimax wollte irgendwie mit Rumatral halt gemeinsam Botlane und haben die irgendwie eine Fünfergruppe an Leuten, die gemeinsam irgendein Turnier gewinnen wollen. Also super coole Ziele, die gerade hier gesetzt werden. Im letzten Partei haben wir irgendwie drei verschiedene große Creator gecoacht mit halt Basti, Chef Strobel, Trimax zusammen gezockt und jetzt eigentlich noch dringend mit Tashi dran. Ich muss heute mal mit Tashi schreiben, machen vielleicht noch was gemeinsam für die kommenden paar Tage oder so. Das würde mich sehr, sehr freuen. Aber ja, aber richtig cool, die Variety Bubble jetzt in League so drin zu sehen. Und ich fand Chef Strobel nicht so bad. Weiß nicht, ob Freddy hat da ein bisschen sich mitreißen lassen, vielleicht von Trimax Art mit Chef Strobel umzugehen. Aber ich fand Chef Strobel eigentlich komplett, also komplett fein.